unter Leitung von Diana Vidra und der Organisation von Diana Vidra zur Veranstaltung Tante Jolesch lässt grüßen. Viele Zitate aus diesem Buch sind ja auf der ewigen Bestenliste der originalsten und originärsten Zitate der Literatur. Ich erinnere nur daran, alles, was ein Politiker schöner ist. Nicht Politiker. Ah, nein. Alles, was ein Mann genau schöner ist als ein Ross. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Mir ist immer noch eingefallen mit alles, was ein Politiker gescheiter ist als ein Arsch. Aber das ist auch. Das geht ja auch, das ist gut, ja. Da brauchen wir sehr nicht schauen. Das ist nämlich auch die Brücke. Das ist nämlich auch die Brücke zum heutigen Abend. Wir haben hier eine Ausstellung von italienischen Künstlern und österreichischen Künstlern, auf die ich kurz hinweisen wollte. Annehmen. Nicht einbeißen. So, ist kein Eis vom Zanoni. Der entzückendste Mensch auf der ganzen Welt. Ein Mensch, der mir wirklich unglaublich gefällt und auf den ich mit wahrer Zärtlichkeit schaue. Das ist der Geliebte meiner Frau. Also, meine Frau ist gewiss ein reizender Engel, aber ihr Freund ist noch ein reizenderer Bengel. Ich bin geradezu stolz auf ihn. Er hat einen offenen, vornehmen Sinn. Ist aus gutem, gediegenem Haus. Sieht auch Foscoa nicht jiddisch aus. Seine Nase ist klein, seine Augen sind groß. Seine Füße und Hände sind tadellos. Kurz, jeder Zoll ein Frauenverwöhner. Aber was soll ich Ihnen sagen? Ich bin auch nicht schöner. Na, was sagen Sie, was für ein Glück ich habe, dass Gott meiner Frau diesen Menschen gab. Sie hätte doch auch um dasselbe Geld einen Freund finden können, der mir missfällt. Es hätte doch können ein Kerl sein, dessen Charakter weniger fein. Die ganze Welt hätte gewundert sich. Und wer hätte es ausbaden müssen? Nur ich. Die ganzen Leute hätten gemeint, na also, so ist's. Wie der Mann, so der Freund. Ist schon der Mann ordinär und gemein. Warum soll der Freund etwas Besseres sein? Denn dass bei der Frau der Geschmack eben schweigt. Das hat sie doch schon bei der Wahl ihres Gatten gezeigt. Solche Reden hätte man geführt. Ich bin überzeugt, das wäre passiert, hätte meine Frau einen Freund sich erlesen, der ein gemeiner Kerl gewesen. So aber, wo ein Kavalier ihr gefällt, bin ich auf einmal der Mann von Welt. Man findet mich nett und gentlemanlike, und weil ich nie überzeugungsfeig, so sag ich mir eben nur logisch und schlau, wem danke ich das alles? Dem Freund meiner Frau. Denn wenn der ein Mensch ist, der schick ist und fein, muss logischerweise ich ebenso sein. Denn hat meine Frau bei dem jetzigen Schwarm gesunden Sinn für Anmut und Charme, so muss sie den Sinn auch schon früher gehabt haben. Und ergo besitzt ich die nämlichen Gaben. Ich hoffe, somit sieht jedermann ein, dem Freund meiner Frau hab ich dankbar zu sein. Nur soll mir die Leute nicht jetzt einreden wollen, es sei meine Pflicht, dem Manne zu grollen, weil nämlich das Schicksal betrogen zu werden, das Allerlächerlicheste auf Erden. Und betrogen werden bringe nur Hohn.
Was heißt das? Betrogen. Ich weiß doch davon. Was heißt das? Ich weiß. Ich sehe doch mit an und habe meine innige Freude daran. Jawohl, ich freue mich und erkläre ihm mit, ich lobe mir den Hausfreund auf Schritt und Tritt. Gott, wenn ich denke in früheren Jahren, wie ich und meine Gattin noch unglücklich waren. Meine Frau ist ja reizend und lieb und gescheit, aber sie verlangt zu viel Aufmerksamkeit. Zum Beispiel früher, da habe ich erbittert vom ersten Frühlingstag jährlich gezittert. An jedem 21. März hat meine Frau, aber nicht im Scherz, im Ernst verlangt, vor allen Dingen, ich habe ihr Veilchen nach Haus zu bringen. Sie war auf den Tag und die Blumen versessen, aber was tut Gott? Ich hab beides vergessen. Es war ja vielleicht eine Infamie, aber ich bitte Sie, wer denkt an Astronomie? Meine Frau aber hat das ganz rasend gemacht und wenn ich nicht Blumen nach Haus habe gebracht, ist jeden 21. März ihr Jahr für Jahr gebrochen das Herz. Man wird es begreifen. Bei solchen Thesen ist mir mies vor dem Frühling gewesen. Heute aber freue ich direkt mich auf ihn. Ich brauche mich mit Veilchen nicht mehr zu bemühen. Denn wenn ich am ersten Frühlingstag in aller Frühe die Augen aufschlage, stehen schon die Veilchen am Frühstückstisch. Meine Frau ist schon wach und mit den Veilchen so frisch. Sie ist ganz beglückt. Na und wer beglückt sie? Wer schickt ihr die Veilchen? Der Hausfreund schickt sie. Nur sagen Sie, geht das nicht wunderbar zu? Sie hat ihre Veilchen und ich meine Ruhe. Und gegen den Mann soll ich auftun den Mund. Gott erhalt mir den Hausfreund gesund. Ein anderes Beispiel. Ich hasse die Musik. Wenn ich Oper nicht hören brauche, dann ist das mein Glück. Nun, das Glück habe ich früher nie genießen können. Ich muss mit der Frau in die Oper rennen. Sie ist dann vorne in der Loge gesessen und ich habe mir hinten das Herz abgefressen. So langweilig war's. No, ich hab's auch verflucht. Und Stücke hat die sich ausgesucht. Die allerlängsten und fadesten Sachen. Also Tristan. Isolde. Shame. Da kann man noch lachen. Aber Lohengrin, sehen Sie, das ist doch mies. Was Rastelbinder mir lieber ist. Es hat aber alles mir nichts genützt. Einmal in die Woche habe ich Oper geschwitzt. Aber heute, wenn ich einmal gut aufgelegt bin und sage zu der Frau, du, wo gehen wir heute hin? Gehen wir doch wieder in die Oper hinein. Das sagt sie ganz zärtlich. Aber wozu denn? Nein, nein. Du willst dich nur opfern. Bleib lieber zu Hause. Sei ruhig, ich gehe schon auch ohne dich aus. Und dann geht in die Oper, beglückt und gerührt sie. Und wer führt sie aus? Der Hausfreund führt sie. Nun sagen Sie, geht das nicht wunderbar zu? Sie hat ihre Oper und ich meine Ruhe. Und gegen den Mann soll ich auftun den Mund.
Gott erhalte mir den Hausfreund gesund. So habe ich jahrelang friedlich gelebt und habe nicht einmal vor der Aussicht gebebt, dass uns dieser Freund am Ende einmal verlässt. Denn wenn meine Frau einmal hat, den hat's fest. Aber gestern erfuhr ich verzerrt Gesichts, sie hat ihn gar nicht. Denn er hat mit ihr nichts. Er hat sie bisher nur platonisch verehrt. Noch haben sie schon so eine Frechheit gehört. Ich wollte es zuerst gar nicht glauben von dem Mann, dass so gemein gegen mich er benehmen sich kann. Aber ich habe von ihm einen Brief gelesen und da ist mein Verdacht bestätigt gewesen. Er hat meiner Frau ganz einfach geschrieben, er gebe die Hoffnung ganz auf, sie zu lieben, nachdem sie ihm sagte, sie liebe nur mich. Nun sagen sie, ist das nicht fürchterlich? Ich ärgere seit gestern mich grün und blau, ich will gar nicht reden von meiner Frau. Mich muss sie lieben und ich muss das lesen. Aber die ist ja immer verrückt schon gewesen. Und dann ist ihre Liebe bei Lichte besehen. Und wenn man mich anschaut, zum Schluss zu verstehen. Sie kann sich als Frau trotz schärfstem Bemühen meinem sieghaften Reiz eben nicht entziehen. Dem Freund aber kann ich es niemals verzeihen, mich nicht zu betrügen, das ist doch gemein. Ich weiß, welche Pflicht ich als Ehemann habe, die Frau zu ernähren habe ich bis an mein Grab, ich habe die Kleider und Hüte zu stellen und jährlich ein Pelzwerk aus unechten Fellen. Aus Echten haben sie vielleicht gedacht, zum Rothschild hab ich's noch lange nicht gebracht. Das also tue ich alles für die Frau mit Vergnügen. Von mir aus sogar kann sie Kinder noch kriegen. Aber dass diese Kinder, sobald sie schon hier sind, noch außerdem dann auch ich bitte von mir sind, das kann kein Mensch von mir noch verlangen. Hier hat der Hausfreund anzufangen. Wenn nicht, soll er gehen. Er soll sich nicht binden. Ich werde mir schon einen anderen finden. Der Hausfreund hat seiner Pflicht zu genügen. Oder soll ich selber vielleicht mich betrügen? Dumm wäre ich, wenn ich mir Umstände mache. Das sieht man doch ein, das ist seine Sache. Aber ich lasse mich nicht um ein Recht von ihm bringen. Alles nur das soll bei mir nicht gelingen. Ich tue in allem gern meine Pflicht, aber betrügen lasse ich mich nicht. Und da eines Hausfreunds Betrug darin liegt, dass er eben mich nicht betrügt. So ist meine alberne Langmut jetzt aus und morgen schmeiße ich den Hausfreund hinaus. Nebst Personal, wie das nächste Kapitel heißt, aus dem ich Ihnen auch einen kurzen Auszug präsentieren möchte. Es geht darin um den Herrn Buchsbaum und sein Personal.
Als eindeutiger Sonderling ist Herr Buchsbaum zu verzeichnen, ein Freund unserer Familie und ebenso wie der Onkel Hahn, der klassische Typ des alten Junggesellen. Er teilte sein Dasein mit einer ebenso alten böhmischen Wirtschafterin namens Carolin, auf der ersten Silbe betont, und mit einem Dackel namens Waldi, hauptsächlich mit dem Dackel, auf den infolgedessen schon, um sich für die Vernachlässigung durch Herrn Buchsbaum zu rächen, auch Carolin ein Übermaß von Gefühlen konzentrierte, ohne dass die gemeinsame Liebe zu Waldi eine Linderung der Feindschaft zwischen ihr und Herrn Buchsbaum bewirkt hätte, geschweige denn eine Annäherung. Im Gegenteil, führte diese Konstellation zu einem Verkehrsritual, das an festgefrorener Feindseligkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Ich habe der Stereotypenabwicklung dieses Rituals mehrmals beigewohnt, wenn ich Herrn Buchsbaum auf einem seiner Spaziergänge mit Waldi traf und nach Hause begleitete. Die Feindseligkeiten wurden dadurch eingeleitet, dass Herr Buchsbaum von seinem Wohnungsschlüssel keinen Gebrauch machte. Erläutert. Offenbar wollte er die mit reichlichen Krampfadern versehene Carolin zu einem Fußmarsch aus der Küche durch das langgestreckte Vorzimmer nötigen. Carolin öffnete und gleich in der Türe erfolgte die stürmische Begrüßung zwischen ihr und Waldi. Der Dackel sprang an Carolin empor, Carolin liebkoste den Dackel und ließ eine wahre Sturzflut von Koseworten auf ihn niedergehen, wobei der Überschwang der Zärtlichkeiten sogar ihren scharfen tschechischen Akzent ein wenig milderte. Von Herrn Buchsbaum nahm sie demonstrativ keine Notiz, für sie existierte nur Waldi. Na, da bist du ja, Waldi, nur wie ich mich freue, dass du wieder da bist. Gell, du freust dich auch, hast schön Gassi gemacht und jetzt bist du wieder bei deiner Karin. Und wir freuen sich beide, nicht wahr, braves Hundi, gutes Hundi. Nun ja, schon gut, Waldi, schon gut. So sprudelte es ohne Unterbrechung minutenlang, während Herr Buchsbaum stumm und von Carolin hartnäckig ignoriert daneben stand. Reglos wartete er das Versiegen des Redeschwalls ab, dann wandte er sich mit einem unnachahmlich galligen Lächeln an Carolin. Und mich können Sie im Arsch lecken. Er sagte es regelmäßig, er sagte es seit Jahren, jedes Mal. Und mit der gleichen Regelmäßigkeit sorgte Carolin dafür, dass er es sagen konnte. Beide dachten sich kaum noch etwas dabei. Beide schienen nur noch einen zur Formalität erstarrten Gewohnheit zu folgen, deren Sinn und Ursprung ihnen längst entfallen war. Auf solche oder ähnliche Weise denke ich mir, muss das spanische Hofzeremoniell entstanden. Zum Beispiel gehört zu Herrn Buchsbaums unversöhnlicher Wirtschafterin die Köchin Fanny, ebenfalls aus Böhmen stammend, wie seinerzeit der überwiegende Großteil österreichischen Hauspersonals und viele Jahre lang in der Familie meines Freundes Hans Zeisel ein nicht wegzudenkendes Faktotum. Fannys Starrsinn war von wesentlich gutmütigerer Art als der ihrer Kollegin Carolin. Er äußerte sich hauptsächlich darin, dass sie unter allen Umständen das letzte Wort behalten musste. Als ich einmal von einem längeren Spaziergang mit Freund Hans zu ihm nach Hause kam, antwortete Fanny auf die übliche Frage, ob in der Zwischenzeit etwas los gewesen sei. Die Fräulein Bademacher hat angerufen und lässt ausrichten, dass sie morgen nicht kommen kann. Dankeschön, Fanny, sagte Hans. Es ist mir sehr wichtig, das zu erfahren. Die Dame heißt übrigens Rademacher. Fanny zuckte die Achsel. Mir hat's gesagt Bademacher. Und jetzt, ich habe es versprochen, zu meinem Abschluss noch etwas Kulinarisches. Und nein, keine Sorge. Ich will Ihnen keine Sorgen machen. Aber sowas Ähnliches. Aus einem der reichsten Bezirke des kulinarischen Raums, aus dem der jüdischen Mehlspeisen, stammt ein Begriff, der weit über seinen Ursprung hinaus symbolhafte Bedeutung erlangt hat und den zu registrieren schon deshalb geboten erscheint, weil er sich im Alltagsleben häufig anwenden lässt.
Anwendbarkeit, wir wissen es bereits aus zahlreichen Beispielen, ist ein gesuchter Aspekt jeglicher Anekdote, Situationspoint oder Wortprägung. Erst das Gleichnis schafft den Wert. Zum Wohl. Danke. Kriegen ja so was. Was Zoares sind, weiß jeder bessere Mensch und weiß es, wenn er ehrlich ist, aus eigener Erfahrung. Zoares aus dem Hebräischen über das Jiddische, so tief in unseren Sprachgebrauch eingedrungen, dass man sie beispielsweise in der Wendung gib ihm Saures gar nicht mehr erkennt, sind ein Pluraletantum und bedeuten auf Deutsch ganz einfach Sorgen. Was Fladen sind, dürfte weniger bekannt sein. Es wäre irrig, bei diesen Fladen an die Kuh zu denken. Sie sind das jüdische Gegenstück zur Fächertorte, gehören ursprünglich eher zum polnischen als zum böhmisch-mährischen Gastronomiebereich und bestehen aus mehreren übereinander geschichteten Lagen oder Fächern, die wiederum nichts mit dem zu tun haben, womit man sich Kühlung zufächelt. Obwohl das nach dem Genuss einer richtigen geilen Fladentorte dringend ratsam wäre. Die einzelnen Lagen werden aus Mohn sowie aus verschiedenartig präparierten Obstsorten hergestellt, immer mit einer dünnen Teigschicht dazwischen und manchmal noch mit Schokolade versetzt. Je vielfältiger die Fächer, je raffinierter ihre Zusammenstellung, desto höher die Qualität der Fladentorte. Und wenn nun eine Hausfrau an den Rand einer weithin merkbaren Verzweiflung gerät, weil sie sich trotz stundenlangem Nachdenken nicht entscheiden kann, ob sie jetzt noch eine Lage gedünsteter Birne dazu tun soll oder nicht doch lieber gestoßene Nüsse, dann bezeichnet man die Sorgen, von denen sie da gepeinigt wird, als Fladenzores. Es gibt solcher Fladenzores viele. Im Grunde sind sie gemeint, wenn man einem Menschen, der seine Umwelt mit ihnen belästigt, halb tadernd und halb neidig zuruft, ihre Sorgen möchte ich haben. Die Fladentorte gehörte zu den Spezialitäten, für die das Restaurant Neugröschel im 2. Wiener Gemeindebezirk berühmt war. Noch berühmter war es für die Person seines Besitzers, eines Originals von seltener Urwüchsigkeit und eben solcher Grobheit, die an seiner vierschrötigen Gestalt nach die rötliche Stützung fand. Es war nicht gut, Herrn Neugröschel zu widersprechen oder sich sonst wie mit ihm anzulegen. Wenn ein Stammgast gelegentlich fragte, und nur ein Stammgast durfte das überhaupt riskieren, Herr Neugröschel, was gibt's denn heute besonders Gutes? Und wenn Herr Neugröschel antwortete, was auf der Karte steht, dann tat der Stammgast am klügsten, den schroffen Bescheid hinzunehmen und nicht wieder aufzumucken, wie ein Verwegener es einmal tat. Na, dazu hätte ich Sie nicht fragen müssen, murrte er und empfing die prompte Replik. Nicht? Was fragen Sie dann so blöd? Von mir aus müssen Sie erst gar nicht herkommen. Denn Herr Neugröschel konnte auf Gäste mühelos verzichten. Er hatte ihrer übergenug. Die Geschichte beginnt damit, dass eines heißen Sommertages ein Gast des Restaurants Neugröschel zum Abschluss seines Menüs einen Kaiserschmarrn bestellt. Was dazu? Fragt der Kellner unter der Einwirkung der Hitze, die überhaupt eine gewisse Knappheit des Dialogs zur Folge hatte, noch mürrischer als sonst. Ein Kompott. Was für ein Kompott? Egal. Nach einer angemessenen Frist serviert der Kellner den Kaiserschmarrn mit einer Portion Zwetschgenröster als Beilage. Er will sich entfernen, wird jedoch vom Gast zurückgehalten. Herr Ober, ich habe als Beilage ein Kompott bestellt. Der Kellner mit entsprechender Handbewegung. Na, da steht's ja. Was steht da? Na, Ihr Kompott. Das sind Zwetschgenröster. Na eben. Was heißt eben? Wenn ich ein Kompott bestelle, will ich keine Zwetschgenröster. Warum nicht? Weil Zwetschgenröster kein Kompott sind. Zwetschgenröster sind kein Kompott? Fragt mit provokanter Überlegenheit der Kellner. Nein, brüllt der Gast. Zwetschgenröster sind ein Kompott. Jetzt hebt auch der Kellner die Stimme. Zwetschgenröster sind kein Kompott. Rufen Sie mir den Chef. Das erweist sich als überflüssig. Herr Neugröschel, angelockt durch die immer lauter gewordene Auseinandersetzung, die bereits vom ganzen dicht gefüllten Lokal mit größter Aufmerksamkeit verfolgt wird, ist an den Tisch getreten und fragt nach der Ursache des Lärms. Selbstverständlich fragt er den Kellner.
nicht den Gast, den man mit einer scharfen Handbewegung schweigen gebietet. Der Herr hat Kaiserschmarrn mit Kompott bestellt, berichtet der Kellner, und ich habe ihm Zwetschgenröster gebracht. Na also, mit gerunzelten Brauen mustert Herr Neukraschel den widerspenstigen Gast. Was will er dann noch? Er sagt, Zwetschgenröster sind kein Kompott. Was sagt er? Herr Neukraschel tritt dicht an den Beschuldigten ran. Das haben Sie wirklich gesagt. Natürlich, antwortet der Gast. Sagen Sie es nochmal. Zwetschgenröster sind kein Kompott. Dass er von Herrn Neukraschel niemals recht bekommen wird, muss ihm längst klar gewesen sein. Aber was ihm jetzt passiert, hat er ganz gewiss nicht vorausgesehen. Herr Neukraschel, der Hitze wegen Hemdsärmel, krempelt dieselben hoch, packt ihn mit der einen Hand am Genick, mit der anderen um die Taille und befördert ihn mit dem Ruf: Zahlen brauchen Sie nicht, Sie sind mein Gast, zur Tür hinaus. Dann, und das ist der eigentliche Kern der Geschichte, pflanzt sich Herr Neukraschel mitten im Lokal auf, seine Blicke schweifen in die je verstummte Runde der Gäste, die sich ängstlich über ihre Teller ducken, und seine Stimme klingt Unheil verkündet, als er Anlauf nimmt. Es sind noch ein paar da, die sagen, Zwetschgenröster sind kein Kompott. Und er schüttelt drohend die erhobene Faust. Aber ich kenne sie alle. Ja, weil die Lustigen sagen, ja, kann auch lustig sein. Schauen wir mal. Ich kann ja ein paar Kapitel oder ein paar Absätze überspringen. Mit Genussen Belehrung gelesen. Nie wieder ist mir auf so kleinem Raum eine so große Zahl von Kreuzen und Originalen begegnet, wie im alten Prager Tagblatt. Nie wieder eine so einzigartig aus Witz und Wachheit und aus Begabung und Können gemischte Atmosphäre. Max Brod hat sie in seinem Roman Rebellische Herzen festzuhalten versucht. Es ist ihm, fürchte ich, nicht ganz geglückt. Und es wird wohl auch mir nicht glücken. Denn ein fundamentaler Wesenszug dieser Atmosphäre lag ja eben in der unnachahmlichen, unverwechselbaren persönlichen Note derer, die sie schufen, im Gehaben eines jeden Einzelnen, in seinem Tonfall, in seiner Terminologie. Es ist immer das gleiche Dilemma. All das eignet sich weit besser zur mündlichen als zur schriftlichen Wiedergabe, für deren Unzulänglichkeit ich wieder einmal um Nachsicht bitten muss. Außer dem Prager Tagblatt erschien in Prag noch eine Reihe anderer deutschsprachiger Tageszeitungen, die an Jahren beträchtlich ältere Bohemia, deren absurd gemischter, nämlich großdeutsch-jüdischer Lesekreis nach 1918 empfindlich zu schrumpfen begann. Die regierungstreue Prager Presse, die zum Ausgleich für ihren langweiligen offiziösen Teil ein paar literarisch erstrangige Mitarbeiter beschäftigte, vorübergehend auch Robert Musil als Wiener Theaterkorrespondent, die unverhohlenen Deutschnationale zur Hellenbewegung tendierende deutsche Presse und in späteren Jahren der als Boulevardblatt aufgezogene Prager Mittag. Von dieser erstaunlich reichhaltigen Garnitur besaß jedoch einzig das Prager Tagblatt überregionale Bedeutung. Es galt jahrzehntelang vom Beginn des Jahrhunderts bis zum blutigen Ausbruch der Hitler-Ära als eine der besten Zeitungen deutscher Sprache. Und dieses gewichtige, gediegene, hoch angesehene und kurzum seriöse Presseerzeugnis kam Tag für Tag auf eine Weise zustande, die mit dem Begriff seriös so gut wie nichts
zu tun hatte. Seriosität fungierte im internen Sprachgebrauch der Redaktion als tierischer Ernst und war streng verpönt. Jeder wusste, worauf es ankam und hatte seinen Spaß daran, das Seinige zum täglichen Gelingen beizutragen. Was an Arbeit und Einsatz dahinter steckte, sollte möglichst unbemerkt bleiben. Ja, man wollte es sich nicht einmal vor sich selbst eingestehen. Ehrgeiz wurde bereits als eine Unterabteilung des verpönten tierischen Ernstes betrachtet und tarnte sich, wofern er überhaupt vorhanden war, als spielerische Freude am Handwerk. Dass da gelegentlich auch etwas Zynismus mit einfloss, ließ sich nicht vermeiden. Aber weil er immer noch rechtzeitig in Selbstironie überging, wurde er niemals peinlich. Redaktionskonferenzen, langfristige Planungen, Ressortstreitigkeiten und ähnliche Wichtigtuereien gab es nicht. Sie wurden durch Improvisationstalent und ein nicht näher definierbares Blattgefühl ersetzt. Kinder wandte sich eines Nachts mitten im Ersten Weltkrieg der legendäre Chefredakteur Karl Tschuppig an die heftig trinkenden und laut debattierenden, die sein Zimmer besetzt hielten: Kinder, es ist schon Mitternacht, in 2 Stunden erscheint das Blatt, lasst mich endlich arbeiten. Höhnische Zurufe wiesen ihn zurecht. Die Diskussion ging weiter, Tschuppig kaute an seinem Schnauzbart und wurde allmählich nervös. Nach einer Weile nahm er aufs Neue das Wort. Jetzt wird es aber höchste Zeit, Kinder. In einer halben Stunde umbrechen wir und ich muss noch etwas schreiben. Es klang so dringlich, dass aus dem Kreis, den umlagerten, immerhin die Erkundigung kam, was er denn zu schreiben hätte. Ein Leitartikel, sagte Tschuppig. Der Kaiser ist gestorben! Ich habe Karl Tschuppig erst viele Jahre später in Wien kennengelernt und habe die obige Geschichte natürlich nicht an Ort und Stelle miterlebt. Sie ist eine von vielen, die gewissermaßen zum Innenanekdotenschatz der Redaktion gehörten und die einem neu hinzugekommenen, wenn man ihn für würdig befand, von den Altvordern erzählt wurden. Das kam einer Art Geschichtsunterricht gleich oder der Einführung in eine geheime Ordensbrüderschaft. Man musste nicht nur über Rang und Leistung, über Eigenheit und Marotten der jeweiligen Redakteure Bescheid wissen, sondern auch über ihre Vorgänger. Sonst gehörte man nicht dazu. Sonst war man ein Externist im zweifachen Sinn des Wortes. Eine andere dieser Geschichten handelte von Dr. Rabe Jenkins, dem riesenhaften, in jeder Hinsicht ungefügten Chef der Sportredaktion, der nicht zuletzt für die chaotische Unordnung in seinem Zimmer berühmt war. Sie soll während des wirren Umsturztages des Jahres 1918 bewirkt haben, dass das Gebäude des Prager Tagblatts von der Plünderung durch eine Horde tschechischer Radau-Nationalisten verschont blieb. Die Eindringlinge rissen als erstes die Tür auf, sahen Rabes Zimmer und machten angesichts des wüsten Bildes, das sich ihnen bot, mit den Worten: Hier waren wir schon, wiederkehren. Von den zahlreichen Anekdoten, die sich um Rabe Jenkins ranken, ist mir noch eine zweite in lieber Erinnerung. Sie handelt von einem siegreichen Zusammenstoß mit einem Repräsentanten der Literatur, dem Dramatiker Paul Kornfeld,
der von der Erfolgswelle des expressionistischen Theaters hochgetragen wurde und mit seinem Schauspiel die Verführung, ähnlich wie Bronnens Vatermord, Hasenclevers Sohn, Werfel, Spiegelmensch, dem allseits beliebten Generationskonflikt gewidmet, zu einigen Ruhm gelangt war. Die Bestätigung dieses Ruhms einzuheimsen, begab er sich ins Prager Tagblatt, wohin denn sonst, und pflanzte sich im Oktogon, genannten Forum, auf, von dem die Korridore zu den einzelnen Redaktionszimmern auszweigen. Das Oktogon, griechisch Achteck, war damals jedem Gymnasiasten geläufig, diente den Redakteuren als eine Art Agora, griechisch Marktplatz. Dort standen diejenigen, die gerade nichts zu tun hatten, und die meisten hatten gerade nichts zu tun, plaudern umher, dort tauschten sie die letzten Neuigkeiten aus, die sich manchmal sogar auf ihre Arbeit bezogen. Dort trafen sie ihre Besucher, um sie weiterzuführen oder auch nicht. Und dort also gedachte der Dramatiker Paul Kornfeld, die fälligen Glückwünsche zu seinem Erfolg entgegenzunehmen. Sie wurden ihm wunschgemäß zuteil, manche herzlich, manche weniger herzlich, aber in irgendeiner Form gratulierte ihm jeder, dem seine Reichweite kam oder dazu genötigt wurde. Auch als aus einem der Korridore Dr. Ravi Jenkins auftauchte, machte sich Kornfeld für die erprobte Zeremonie bereit und musste erleben, dass jener achtlos an ihm vorbeistarfte. Rasch gefasst lief er dem brummig in sich gekehrten Hühner nach und vertrat ihn im Weg und gab ihm eine Chance, die Unterlassung gut zu machen. Mein Name ist Kornfeld, informierte er ihn mit erwartungsvoller Betonung. Rabe Jenkins sah auf, sah einen kleingewachsenen Brillenträger von exzessiv jüdischem Aussehen vor sich und sagte: Nona Käfenmüller.